What's in the basket? What's in the basket? What's in the basket? My brother. Your brother! Open it, if you dare. Basket case. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und ihr habt ja schon Thumbnail und Titel entnommen. Es geht munter weiter mit den Horrorfilm-Reviews. Gell? Ich habe mittlerweile so viele Filme hier. Es muss vorangehen, Freunde. Und ich habe mir diesmal spontan ausgesucht den Beginn eines Franchises, das im Jahre 1982 gestartet war. Ja, mit dem Titel Basket Case. Und wir fangen natürlich an mit dem ersten Teil, Der unheimliche Zwilling. Gell? Der Film habe ich hier, dank dem lieben Chris76, in dieser tollen Platinum Cult Edition Box. Ja? Und ja, logisch, wir fangen mit Teil 1 an. Und wir wechseln kurz die Perspektive, schauen uns die Box in aller Ruhe an. Und danach gibt es meine Meinung und Kritik zu dem Film. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Ja, liebe Freunde, und hier erst einmal das Produkt als solches. Hinter mir spiegelt es halt wieder ein bisschen, denn zum einen ist das die Hülle hier dunkel und hinter mir sind Fenster. Gell? Aber hier habt ihr mal die Platinum Cult Edition von der Basket Case Reihe, die komplette Trilogie von Kevin van Mentenrijk. Ja, hier habt ihr die Vorderseite, da habt ihr so ein paar Szenenfotos, gell? Nicht alle dem ersten Teil betreffend, oder ich glaube sogar gar keiner. Gell? Hier habt ihr den Spine, den Rücken. Hier habt ihr die Rückseite mit ein paar Fotos. Und ich habe ja natürlich mit dem ersten Teil angefangen. Hier habt ihr die Vorderseite, der unheimliche Zwilling. Der Spine, die Rückseite mit tollen Fotos. Hier haben wir den Inhalt. Oh, jetzt. Hoppala. Ja, kann passieren. So, hier haben wir... ja, hallo, wo wenn nicht hier? Ja, wo fallen die DVDs aus den Hüllen bei Lederchens Gruselkiste? So, hier haben wir die Basket Case, ein Booklet. Ja, kann man mal kurz, mache ich mal so. Da habt ihr halt so ein paar Eindrücke. Dann haben wir hier, das ist die Blu-ray. Dann haben wir hier eine Bonus-Disc Blu-ray. Hier haben wir die Bonus-Disc DVD. Und die DVD, die Hallo gesagt hat, das ist natürlich die DVD mit dem Film. Sieht so aus. Ja, und jetzt für alle, die es interessiert, hole ich noch mal kurz das Booklet ein bisschen raus, denn ich weiß, man möchte ja immer so viel zeigen. So, dann haben wir hier einmal einen Flyer oder wie auch immer. Und hier haben wir ein kleines Booklet. Gucken wir mal rein, gell? Habe ich aber jetzt ehrlich nicht gelesen, denn ich interessiere mich eigentlich immer nur für den Film. Gell? Einmal kurz reinschauen, da habt ihr auch so ein paar Szenenfotos. Glaubt mir, ich ärgere mich, dass die DVD rausgekullert ist, aber man steckt ja nicht immer drin. Gell? Dann haben wir hier Werbung für anderes Zeug. Ja. So, hier habt ihr noch ein paar Fotos. Ja, er geht ordentlich zur Sache manchmal, gell? Ja, wunderbar. Und das war die Produktpräsentation. Erst einmal, meine lieben Freunde. Ja, liebe Freunde, kommen wir nun zu einer kurzen Inhaltsangabe und dann zu meiner Meinung und Kritik zu dem allerersten Film,
des Basket Case Franchises Der unheimliche Zwilling. Also worum geht es im allerersten Teil? Der Film dreht sich um die ehemaligen siamesischen Zwillinge Dwayne und Bradley. Ja? Die beiden kamen eben in einer amerikanischen Kleinstadt als siamesische Zwillinge zur Welt. Und Belian hatte das Pech, von den beiden ja die Abnormität zu sein. Denn Belian ist Dwayne aus der rechten Leistengegend, wenn ich das jetzt richtig sage, rausgewachsen. Gell? Also Belian ist quasi ja der Missgriff der Natur von den beiden. Ja? Die beiden lieben sich aber, die beiden verstehen sich. Sie können auf telepathischen Wege miteinander kommunizieren. Der Vater der beiden ist natürlich entsetzt ob dieser Deformierung und er möchte die beiden partout voneinander trennen lassen. Und das geht natürlich nicht ohne Ärzte. Ja, der Vater der beiden nimmt sogar den Tod oder möchte sogar den Tod von Belian, weil er eben diesen als abnorm ansieht, als Monster, als nicht menschlich, nicht lebensfähig. Ja? Und die beiden möchten aber nicht voneinander getrennt werden, weil sie eben eine telepathische Beziehung zueinander haben. Denn Belian selbst kann nicht sprechen. Er ist aber trotz aller Deformierung ein denkendes, fühlendes, menschliches Wesen. Ja, so kann man es sagen. Aber der Vater setzt sich durch. Er bestellt Ärzte ins Haus, die auch schon bald die Operation durchführen sollten. Gegen den Willen der beiden. Aber es werden beide erfolgreich getrennt. Belian wird einfach in einen Müllsack geworfen, in der Annahme, er sei tot. Denn Belian war nicht mit den Organen von Dwayne verwachsen. Er saß quasi nur im Fleisch drin, sodass also die Operation ohne große Probleme über die Bühne hat laufen können. Und Dwayne überlebt hat. Belian auch, aber man hielt ihn zuerst für tot nach der Operation. Nun hat aber Dwayne die telepathischen Fähigkeiten verloren. Es kann nur noch Belian mit ihm kommunizieren per geistiger Kraft, aber nicht mehr umgekehrt. Schließlich erfährt Dwayne, dass sein Bruder noch lebt. Er nimmt ihn natürlich bei sich auf. Und das erste Mordopfer von Belian, also dem missgebildeten Zwilling, ist dann auch schon gleich der Vater, weil er eben gegen ihn war. Ja? Und der wird auch auf eine ziemlich originelle und witzige Weise von Belian ermordet. Ja? Das war ein bisschen komisch auch. Gell? Dann wachsen beide bei der Tante auf, ja? Die also beide gleichermaßen ins Herz geschlossen hat. Dwayne, wie aber auch den deformierten Belian. Ja, und beide wachsen mehr oder weniger normal auf, wenn man so möchte. Nun stirbt aber die Tante natürlich eines Tages und es sind beide auf sich selbst gestellt. Und beide planen aber auch etwas Bösartiges, denn sie reisen nach New York. Dwayne hat natürlich einen Weidenkorb bei sich, in dem Belian versteckt wird. Denn er ist natürlich für das Umfeld, für Fremde und für alle anderen ist er natürlich ein kleines Monstrum. Gell? Allein von der Optik her. Ja? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Message des Filmes. Man soll eben nie nach dem Äußeren urteilen, erst einmal. Gell? Und wie gesagt, Belian wird halt eben von Dwayne in einem Weidenkorb herumgetragen und dort auch versteckt. Denn es ist klar, man würde ihn halt eben als Monster ansehen oder als Abnormität, also einfach nicht als Mensch akzeptieren. Und deshalb wird er auch in dem Weidenkorb da immer versteckt. Und sie reisen nach New York, quartieren sich in ein Hotel ein, wenn ich es nicht schon mal erwähnt haben sollte, gell? Und dort planen die beiden die Ermordung der drei Ärzte, die die beiden damals voneinander getrennt haben. Ja? Und Belian ist quasi das ausführende Organ der Killer von den beiden. Ja? Und kann man alles getrost sagen über den ersten Teil. Ja? Was man vielleicht noch sagen kann, ist auch, dass Dwayne hier, der menschliche Part der beiden, sage ich jetzt mal so brutal, ja? Er verliebt sich in eine Arzthelferin, die für einen der drei Ärzte ja, gearbeitet hat. Und da haben wir auch so ein bisschen Love Story noch bei. Und das kann man also sagen. Also grob gesagt, die beiden planen also die Ermordung der Ärzte,
weil sie eben jetzt voneinander getrennt sind und so weiter. Ja, das ist die Story. Dann kann man aber auch noch sagen, und das fand ich auch ein positiver Effekt, das ist so ein bisschen die Aussage des Filmes, möchte ich sagen, auch wenn Belian als solches eigentlich ein kleines Monstrum ist, und er ist auch ziemlich brutal, ja, also er geht mit seinen Opfern, und das sind die Ärzte in dem Film, geht er auch wirklich nicht zimperlich um, ja. Aber, und das ist etwas Positives, etwas Tolles, ja, Belian ist kein wildes, blutrünstiges Monstrum per se. Belian tötet nur diejenigen, die ihm Böses wollen oder die sich über ihn lustig machen oder die ihn einfach nicht als Menschen behandeln. Denn er ist ja trotz aller Abnormität, ist er ja ein Mensch. Ja? Und das ist eine toller Charakter-Arc in diesem Monstrum, möchte ich mal sagen. Er tötet nicht einfach Unschuldige, nein, wenn man ihn beleidigt oder wenn man ihn angeht oder wenn man irgendwas mit ihm anstellen will, dann tötet er einen. Ist man aber normal zu ihm, freundlich zu ihm, man akzeptiert ihn so, wie er ist, eben ein formloser kleiner Klumpen mit Gesicht und Arm. Wenn man das alles akzeptiert und ihn wie ein Mensch behandelt, dann tut er einem auch nichts. Gell? Man darf ihn halt nicht beleidigen oder in irgendeiner Art und Weise angehen. Ja, dann wird man aber auch ziemlich brutal von ihm gemeuchelt. Ja? Und das fand ich sehr interessant, dass halt eben dieser abnorme Zwilling nicht einfach ein Monster per se ist. Nein, er möchte geliebt werden, er möchte akzeptiert werden. Und er ist auch ziemlich eifersüchtig, wenn sein normaler Zwillingsbruder Bekanntschaften pflegt mit zu Frauen zum Beispiel oder zu anderen Menschen, dann wird er eifersüchtig, denn er möchte bei seinem Bruder im Mittelpunkt stehen. Und das fand ich eigentlich recht interessant und das hat mir auch gefallen, dass dieser Belian, also dieser missgebildete Zwilling, eben kein Monster per se ist. Er ist brutal und er sieht auch aus wie ein kleines Monster, ja. Aber im Grunde möchte er nur geliebt werden, akzeptiert werden, als Mensch behandelt werden. Und dann braucht man sich vor ihm auch nicht zu fürchten. Und das fand ich recht interessant. Nun geht es aber den Ärzten, die beiden damals getrennt haben, in dem Film aber dann auch ziemlich dreckig. Also sie werden ziemlich brutal von Belian gemeuchelt. Natürlich in Komplizenschaft von seinem normalen Zwillingsbruder Dwayne. Also der Dwayne ist ja kein Unschuldslamm. Es ist nicht so, dass man denkt, er würde das gar nicht mitkriegen, was hier passiert. Nein, er hat mit seinem Bruder gemeinsam die Morde geplant. Und er ist es ja auch immer, der Belian in seinem Weidenkorb zu den Ärzten hinträgt, damit das überhaupt passieren kann. Also Dwayne hier ist genauso ein Partner in Crime, genauso wie Belian. Ja, die beiden schenken sich da nichts, was die Bösartigkeit angeht oder was den Rachefeldzug angeht. Und ja, das kann man alles zu dem Film sagen und das hat mich also wirklich gefallen, wie gesagt, positiv, dass halt eben dieser Belian kein Monster per se ist, auch wenn er vielleicht von der Optik her so erscheint und auch wenn er so brutal ist, aber er tötet ja wirklich nur Leute, die ihm Böses wollen. Alle anderen lässt er ja in Ruhe und das hat mir gut gefallen, so dieser Charakter-Arc. Daran merkt man eben, dass Belian trotz aller Deformierung auch ein Mensch ist, wie ein Mensch denkt und fühlt, aber halt einfach nicht so aussieht. Ja, das ist es halt. Gell? Und das ist vielleicht auch eine tolle Message in dem Film. Urteile besser nicht nach dem Äußeren. Ja, mal so ganz grob gesagt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also noch einmal, ich sag's zum 100. Mal, aber ihr kennt mich. Belian, auch wenn er so aussieht, ist kein Monster per se. Er ist einfach ein deformierter Mensch auf Rache. Feldzug und er kann halt nicht sprechen und das macht es halt noch ein bisschen unheimlicher und er tötet halt diejenigen, die ihm Böses getan haben. Also in dem Falle, in diesem Film, sind es die Ärzte oder es ist aber auch ein Nachbar von den beiden, der seinen Bruder hier, Dwayne, bestehlen wollte. Ja? Also Belian tötet nur Menschen, die Böses wollen oder die ihn nicht ordentlich behandeln. Alle anderen haben von ihm eigentlich erst einmal nichts zu befürchten. Und das fand ich gut. Hat mir gefallen. Mit Husten. Jawohl. Hat man jetzt schon länger nicht mehr. Gehört aber irgendwie auch dazu. Okay. Genug dumm geschwätzt. Kommen wir zu meiner Bewertung.
Und dann haben wir den ersten Teil auch schon gepackt. Also, mir hat der Film sehr gut gefallen. Er war sehr unterhaltsam, sehr atmosphärisch. Ein tolles kleines Gummimonster. Blutige Effekte, aber jetzt auch nicht völlig wild und noch nie da gewesen. Ja, also es ist kein Splatter-Film jetzt in dem Sinne. Es spritzt ordentlich Blut, aber es wird jetzt auch nicht so on Detail draufgehalten. Aber wenn Belian loslegt im Auftrag oder in Komplizenschaft mit seinem Bruder, ja, das darf man nicht vergessen, dann geht es auch ein bisschen blutig zur Sache. Aber jetzt auch nicht so splattermäßig, dass man das on Detail die ganze Zeit sieht. Nein, der Film geht auch etwas mehr auf Atmosphäre, etwas mehr auf die Story. Es gibt auch so zwei, drei kleine Jumpscares. Vor allen Dingen, wenn halt eben immer Belian aus dem Weidenkorb springt, um Leute ja anzufallen, die Böses wollen. Ja, und wie gesagt, das hat mich ja in dem ersten Teil so begeistert. Er tötet keine Unschuldigen, keine Harmlosen. Er tötet nur Leute, die Böses wollen oder die ihn hier nicht ordentlich behandeln. Denn er ist ja trotz allem ein denkendes, fühlendes Wesen. Und das hat mir gut gefallen. Ja, also wie gesagt, tolle Atmosphäre, tolle Schauspieler auch, tolle Musik, tolle Story, gut geschrieben, sehr unterhaltsam. Ich fand den keine Sekunde langweilig. Tolles Setting da in diesem Hotel. Rundum ein unterhaltsamer, guter ja, Horrorfilm mit ein bisschen Humor, aber nur ein bisschen, jetzt auch nicht so übertrieben. Ja? Also rundherum hat es mir einfach gut gefallen. Okay, labern wir gar nicht lange rum. Also was geben wir dem ersten Teil? Für mich eine Erstsichtung. Das wird auch für den zweiten Teil gelten. Der dritte Teil, der natürlich auch noch kommt dann zum Schluss, den habe ich schon einmal gesehen als Jugendlicher, aber ich kann mich nicht mehr groß dran erinnern. Aber der erste Teil war eine Erstsichtung. Der zweite wird es auch sein. Der dritte ist es nicht, aber ist es dann irgendwie auch doch schon wieder, weil ich die Handlung komplett wieder vergessen habe. Ja, also aber wie bewerte ich den ersten Teil, mit dem wir hier natürlich anfangen? Ja, 7 von 10 unterhaltsame, blutige, ein bisschen gruselige Punkte. Ja, tolle Story, tolle Schauspieler, tolles Gummimonster. Wie gesagt, Belian ist kein Monster per se. Ja, in dem Sinne hat mir gut gefallen. Ja, 7 von 10 unterhaltsame Punkte. Für mehr hat es jetzt auch nicht gereicht, denn es ist jetzt nicht der beste Horrorfilm aller Zeiten. Es ist jetzt auch nicht der blutigste aller Zeiten. Und natürlich das Gummimonster da, na klar, klar, wir reden hier von 82, aber man sieht es dann doch schon zu etwas zu sehr, möchte ich sagen. Gell? Und ja, es gibt einfach bessere Horrorfilme. Was labere ich jetzt hier so lange rum? 7 von 10 Punkte, das ist ja immer noch top. Das heißt, immer noch war sehr unterhaltsam und ich habe den auch nicht zum letzten Mal gesehen. Ich werde ihn mir gerne öfter anschauen, aber es gibt einfach bessere. Ja, okay, 7 von 10 Punkte und das ist ja immer noch gut, gell? Ja, ja. Und was ich noch sagen kann, ist, wenn Belian mal so alleine unterwegs ist, also in der Wohnung zum Beispiel, dann haben wir schöne, nostalgische Stop-Motion-Tricktechnik. Ja, alles gut gemacht. Aber man sieht es halt dann eben doch ein bisschen zu sehr, dass das eine Puppe ist, möchte ich sagen. Ne? Aber es hat Charme, tolle Story, alles 7 von 10 Punkte. Ja, jetzt sagt der eine, ja, warum gibt er ihm nicht 8 oder 9 oder sogar 10? Einfach, es gibt einfach bessere Horrorfilme. Es ist jetzt für mich nicht der beste Horrorfilm aller Zeiten. Ja, aber es gibt ein paar Jumpscares, die haben mich auch erwischt. Ein bisschen Blut haben wir drin, eine toll erzählte Story und gute Schauspieler. Was will man mehr? Und 7 von 10 ist ja in Ordnung, ist ja eine tolle Note. Ja? Aber es gibt Besseres. Ich meine, das gilt für jeden Film. Aber ja, okay, 7 von 10 Punkte. Also, ich bin schon auf den zweiten Teil gespannt und auf den dritten, denn das Franchise, das möchte ich natürlich jetzt hier besprechen und durchziehen. Und wenn ich den dritten Teil reviewt habe, dann werde ich auch ein kleines, kurzes Ranking ranhängen, welcher der drei Filme mir am besten gefallen hat und welcher am schlechtesten. Okay? Jawohl. Aber das war jetzt erst einmal der erste Teil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben. Ja, wenn dem so gewesen sein sollte, meine lieben Freunde, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wieder hören würden.
Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.